er noch immer hier? Ja, ich habe noch ein paar wichtige Fragen. Wie komme ich noch gleich zur Insel? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Mhm. Ja. Wo finde ich Kalida noch gleich? Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Ach ja. Ist doch frustrierend. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun. Jetzt liegt alles in den Händen. Er ist unsere... Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, oder was? Doch, komm mal. Tja. What the fuck? So, jetzt hier nochmal. Heute wird ein kleiner Rätselpart. Hier kommen wir auch nicht weiter. Die Höhle. Das Netz kriegen wir ja nirgendwo mit durch. Das haben wir ja schon herausgefunden. So weit waren wir ja schon. Ist ja wirklich frustrierend. Tja, hier kommen wir auch nicht. Zirkus. Mal Spot für den Spot haben. Das ist der ist immer. Vielleicht können wir den irgendwo mit Spot mit dem Zugtier vielleicht mal mit Bruno. Bruno und Spot vertragen sich ganz gut. Bruno sieht davon ab, Spot als Dessert zu verputzen und Spot hat aufgehört, an Brunos Fußnägeln zu knabbern. Tja, offensichtlich nicht. Mit dem Messer. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Wie? Okay, ein Zettel. Nach dem Mittag soll ich Bruno waschen. Na, das wird ja wieder ein Spaß. Wir sollen ihn waschen. Tja, Spot haben wir schon mehrfach versucht. Was für ein Spot hier? Lass es dir schmecken, Spot. Sag nicht. Cedric, nein! Ich hab das doch versucht. Ich hab das doch, wir haben doch... Jetzt sieh nur, was du angerichtet hast. Okay, jetzt brennt Spot. Also scheint es zu gefallen. Ihm haben auch seine Blasensteine gefallen. Er weiß einfach nicht, was gut für ihn ist. Sonst würde er dir wohl kaum überall hin nachlaufen. Jetzt haben wir einen brennenden Spot. Feuerspot. Alleine die Feuerspot-Form. Okay. Zwei fehlen uns dann noch. Okay, da können wir aber doch bestimmt jetzt die... Ich fürchte mal nein, aber das ist so einfach, werden wir hier nicht wegkommen. Aber man kann es ja mal versuchen. So, mal Feuerspot hier mitnehmen. Wir können auch hier bestimmt mal ein bisschen zündeln. Die Bomben. Sie direkt anzuzünden wäre purer Selbstmord. Ich bräuchte sowas wie eine Lunte. Eine Lunte. Sekunde. Ja, hier haben wir doch eine Lunte. Hier kommen wir doch bestimmt. Aber nicht, wenn wir es mit Feuer machen. Dann verbrennt doch das Spinnennetz. Dann ist doch. Haben wir da auch keine Lunte mehr. Vielleicht finden wir dahinter eine Lunte, hinter dem Spinnennetz. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Okay, ja, voll Möhre. Gut gemacht, Spot. Oha, neues Gebiet.
Sehr schön, Spot, den muss man nicht machen. Der kommt ja mit, deshalb haben wir ja glaube ich schon Licht. Hier haben wir Augen. Wir schauen uns die Augen an. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Augen ausstechen. Ich gehe keinen Schritt weiter, solange mich diese Augen anstarren. Was mit die Augen zu machen? Spot, du vielleicht? Nein. So. Komm mal ein bisschen näher, Spot. Ich kann kaum was erkennen. Kannst du nicht heller leuchten? Nutzloses Ding. Okay. Leuchten kannst nicht. Ich kann's. Mal sehen. Oha. Die Augen waren ja schon gruselig. Aber das hier? Ich wollte ja schon fragen, was du sich, ob du das sehen willst. Eine Lampe. Warum die nicht geleuchtet hat. Was ist das nur? Eine Art Laterne? Es scheint fest an der Wand verankert zu sein. Am Fisch, meinst du? Das hat auch nichts gebracht. Hallo Fisch. Die Augen waren ja schon gruselig. Aber das hier? Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber gar nicht erst. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Bleib schön auf deiner Seite der Wand, hörst du? Vielleicht, ein paar Bomben? Oder mit Feuerspots dagegen? Ich glaube nicht, dass ich das Tier auf diese Weise aus dem Stein befreien könnte. Und ich probiere es auch lieber. Tja, wir haben hier... Was haben wir hier? Ein Seil! Das ist auch sehr schön, jetzt lohnt er. Können wir nochmal mitnehmen. Sehr praktisch. Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Ach, was Blödsinn. Was er hier unten wohl gemacht hat? Was hast du hier unten nur gemacht? Dich vor der Welt versteckt? Tja, okay, dann hören wir uns mal den Audiokommentar von den beiden hier an. Tja, wir müssen jetzt hier eigentlich zwei Kommentare aufnehmen. Und zwar einmal für die Leute, die die Kommentare erst dann anklicken, wenn sie halt alle Rätsel in einem Raum gelöst haben. Und einmal einen Kommentar für alle Leute, die halt erstmal auf die Kommentare klicken, wenn sie in einen neuen Raum kommen, in der Hoffnung, dass es ihnen hilft, die Rätsel zu lösen. Ja. Leute, an die Letzteren, möchte ich einen kleinen Gruß senden hier. Ja, Pech gehabt. wir werden uns jetzt nicht dazu hinreißen lassen, schon zu verraten, was es mit diesem Raum auf sich hat. Nur höchstens... Dafür sind die da, die Entwicklerkommentare. Was Großes zu entdecken gibt. Was voll Schönes und Wundersames. Jetzt lachen sich halt die Leute aus der ersten Kategorie ins Fäustchen, die halt das schon entdeckt haben, weil sie halt. Das ist echt schwierig, diese Entwicklerkommentare ist schwierig. Marco, sag doch mal. Wir können ja auf den Schädel eingehen. Auf den Schädel? Ja, weißt du noch, von wem er ist? Nee. Nee? Wirklich nicht? Von der Schädel von Indiana Jones. Den gab es da noch gar nicht. Er konnte noch Hosen tragen. Ja, stimmt, richtig. Also Marco hat mir ja mal erzählt, dass er tatsächlich Indiana Jones 4 erträglich. Nein! jetzt versuchst du es nicht in die Öffentlichkeit. Das ist doch vollkommen okay. Wenn Leute von Atomexplosionen halt mit Kühlschränken durch die Luft geschleudert werden. Das ist halt okay. Das ist vollkommen gut. Das ist gut. Dafür musst du dich auch nicht schämen oder so. Also, warte mal. Nee, das ist ja wirklich so, oder? Du wolltest, dass Indiana Jones da stirbt. Ich wollte, dass er stirbt? Der immerhin liegt da nur ein Schädel von ihm. Nee. Indiana Jones war von 2008. Ja. Der Schädel ist von 2007. 6. Nee, wer war es denn jetzt, der Schädel? Ich dachte, Indiana Jones. Ich habe keine Ahnung, ich habe dich gefragt. Ach
Ach so, nee, ich dachte, du hättest da dir da was bei gedacht und du hast da halt auch irgendwie eine Peitsche und einen Hut und so. Nee, keine Ahnung. Ich gehe mal, ich geh auch mal näher dran. Gut, das dann nicht. Man sieht den Schädel gar nicht. Es ist gar kein Schädel, Puki. Jetzt erklärt das alles. Es ist einfach nur eine Bowlingkugel. Ja, wenn du die Augen zusammenkneifst und den Kopf so schräg hältst, dann ist es Simba. Eine verstorbene Katze von mir ist Simba. Oh, das tut mir leid. Ja, jetzt hast du es vermasselt. Scheiße. Ja. Mir ist sehr leid, Puki. Es ist zu spät. Der tote Simba ist das hier, der unten liegt. Das ist, ja. Okay, jetzt haben wir eine Lunte. Müssen wir wahrscheinlich noch irgendwo in Öl eintauchen oder so. Das Rätsel haben wir ja gelöst. Dann haben wir Licht gemacht mit dem Kugelspot. Warum auch immer. Können wir doch jetzt hier eine Lunte legen. Das ist doch hier. Seilbomben. Es regnet natürlich trotzdem nicht. Würde sich das schon als Lunte eignen, aber es ist ganz feucht. So wird es niemals brennen. Was wohl noch was suchen, irgendwie Petroleum vielleicht, was dann irgendwie. Das ist eine Idee. Aus der Petroleumsuppe. Und das Ding da zum Brennen kriegen würde. So, immer getaucht in Petroleum. Gute Idee. Endlich ist die Petroleumsuppe mal zu etwas Nutze. Mal abgesehen davon, dass sie die Wölfe fernhält. Okay, eine Zündschnur, eine in Petroleum getauchte Schnur. Die auch zum Zünden genutzt werden kann. Na dann. Zum Baum. Hier nochmal hingekrochen. Aber jetzt. Ja, das ist als Lunte genau das Richtige. Aber du kannst dich damit immer noch nicht feuern, oder? Es klappt immer noch nicht, wenn ich jetzt den Spot damit benutze. Den Feuerspot. Auf Heatspot, zeig, was du kannst. Und jetzt nichts wie raus hier. Ja, hoch hier. Und. Bomben nochmal reinwerfen, das Loch. Den hohlen Baumstamm als Kanonenrohr benutzen? Ich kann einfach nicht glauben, dass ich ernsthaft darüber nachdenke. Aber von der Entfernung her könnte das tatsächlich klappen. Okay. Für dieses Loch fehlt eine Art Deckel. Ja, Deckel brauchen wir jetzt auch noch. Was für eine Art Deckel brauchen wir? Den Zettel vielleicht. Bevor ich den Zettel wegschmeiße, sollte ich noch meinen Kanonenrohrtrick üben. Aber wie stelle ich das nur an? Kanonenrohrtrick. Da war noch im Wohnzimmer was. Das ist dann. Spot scheint gar nicht Himmel. Was hat er gesagt? Ui. Okay, die Bomben scheinen verpufft zu sein. Legen wir mal neue hin. Ja, das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Okay, wir schauen mal in unserem Wohnwagen, was war da. Okay. Jetzt angefangen zu gießen draußen. Es regnet und strömt. Falls das zu hören ist mit dem Mikro. Der Regen dagegen prasselt. Okay. Ja, wir würden uns hier den Papier fetzen. Den müssen wir uns angucken, glaube ich. Ja, hier kann man, da müssen wir brauchen einen Pfropfen, der war glaube ich, eine Bombe, ein Fallschirmbaum noch. Okay, das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt.
Der Tropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Okay, wir brauchen einen Fallschirm und einen Propf. Die Bombe haben wir schon. Oha. Da zieht ein Gewitter auf. Ja, der Kanonenrohrtrick. Ja. Das war, ich sag mal, es war eine Herausforderung. Ein paar von den Rätseln, die Marco sich hat einfallen lassen für den ersten Teil, die halt auch schon alle im Hintergrund irgendwie gezeichnet worden waren und so weiter, und die einfach nicht mehr rauszuoperieren waren, hat tatsächlich tatsächlich mit der Geschichte um Sedgwick zu verbinden und der Kanonenrohrtrick, also das war tatsächlich möglicherweise die größte Herausforderung. Es war ein wenig bescheuert, das will ich jetzt nicht sagen, aber ja. Nee, aber im Endeffekt hat es sehr stark geholfen. Alleine, wie sich Sedgwick diesen Zettel anguckt und halt irgendwie und nochmal zu verstehen, wie sehr er sein Leben hasst und wie sehr er diesen Kanonenrohrtrick hasst, hat einem dann schon im Endeffekt Spaß gemacht. Also den Spaß hat irgendwie angefacht, wie er nachher im Kapitel... An dem Screen war halt ganz schön irgendwie, jeder hat drauf geguckt und dachte, oh Gott, das geht doch nie, das ist doch blöd und so weiter. Bis dann irgendwie die Pokisprüche mal drauf kamen, die schönen Dialoge. Und die haben das dann halt gewürzt, dass man sich irgendwie doch vorstellen konnte. Das war halt schon echt sehr schön. Doch, komm. Mit dem Pfropf. Man braucht einen Pfropf. Natürlich braucht man einen Pfropf, sonst ist doch der Druck nicht so drauf. Ja, für einen Kanonenrohrkrieg braucht man einen Pfropfen. Keinen Pfropfen haben wir vielleicht schon. Einen Pfropfen haben wir vielleicht schon in Fumiskorns, der da drinnen im Stammturm sitzt. Da haben wir noch einen Deckel, wo wir uns drauf sitzen können. Wo wir jetzt einen Deckel kriegen, habe ich auch keine Ahnung. Nur was Wohnwagen nochmal nachgucken. Nicht irgendwo einen Deckel. Tja. Muss gleich die Schädeldecke abziehen. Ganz genau so. Jetzt gleich die Schädeldecke abziehen, das wäre vielleicht die beste Möglichkeit. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts verloren. Tja, der Gurken sitzt schon richtig drin. Im Baum. Aber jetzt, das ist der Gurken, der sitzt da drin. Was können wir jetzt? Deckel benutzen. Vielleicht nochmal zu Shana ins Büro, sag ich schon. Ich will mir da noch einen Hinweis. In der Sache, der halbe Globus, den Globus auftrennen. Nein, danke. Ich mag die Welt zwar nicht besonders, aber ich will sie auch nicht kaputt machen. Aha. Tja. Und die kann es auch nicht mehr weiterhelfen. Das bringt uns auch nicht weiter. Tja, jetzt haben wir einen brennenden Spot. Und sonst so. Ja, also
Ufer. Nee, da war wirklich nichts. Da waren wir auch schon zweimal hier. In die Höhle noch mal reinkriechen. Da haben wir doch so eine Schale. Wo haben wir die denn hingetan? Wir hatten doch mal eine Schale, die hat sich sehr, die hätten wir sehr gut brauchen können. Wo haben wir die denn hingepackt? Die haben wir doch hier weggenommen von den Grabsteinen. Ist die am Baum irgendwo oder? Haben wir die hier irgendwo vollbuddelt? Scheinbar nicht. Können wir ihn ablenken und die Hose klauen oder? Jetzt irgendwas muss das erschrecken noch gut sein. Nimm ihn weg! Ah, sehr schön. Hä? Hey, stopp mal! Was, Fingers? Lass das gefällig. Du machst sie ja doch... Okay, wir haben die Hose. Ich kann mal die Hose irgendwie... als Fallschirm wahrscheinlich benutzen. Aber... das stand ja als Deckel. Ein Deckel, das brauchen wir irgendwie dafür. Könnt ihr gerade mal versuchen. Die Hose reicht nicht, um das Loch zu verstopfen. Ich bräuchte dafür wohl eine Art Pfropfen. Das reicht bestimmt. Ein Pfropfen. Okay, was, womit wollen wir das denn pfropfen? Das Loch. Sehen noch das andere Clown hier, das andere Stück Wäsche. Ben ablenken. Ich hab da was für dich. Mein Arschgeier! Nimm ihn weg! Hey, stopp mal! Was fingerst du dahinter? Ach, auf einmal guckt er wieder. Lass das gefälligst. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Ja. Ich bin massivst überfragt. Hier hinter der Tür auch nichts. Versuchen die vielleicht die Socke irgendwie oder? Opa hat mir einmal gezeigt, stattdessen ich habe ein. Ich hab da was für dich. Mein Arschgeier! Nimm ihn weg! Hey, stopp mal! Lass das Geld! Der ist ja sofort wieder aufmerksam. Können wir uns noch ein neues Seil holen, um den... Das ist Opa, wenn seine Geschichten schrieben, mehrfach das Hund ein... Wenn ich das alles schaffe, fress ich Opas Hose. Na, einen guten Appetit. Tja, können wir uns hier nochmal einen neuen Faden holen? Ne, den haben wir durch verschenkt. Da haben wir die Bomben verschenkt. Wie bauen wir uns dann einen Fallschirm? Wie machen wir das? Rätsel über Rätsel.
Decke. Wo kriegen wir eine Decke her? Kann man mit den Steinbrüdern reden? Hallo, ihr zwei. Bingo! Ich wüsste nie Bescheid. Der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Zurück zu eurem Plan. Es war ein Fehler, dir davon zu erzählen. Er will doch nur helfen. Das könnte was sein. Unmöglich. Er ist und bleibt ein Grünschnabel. Genug von euren Spinnereien. Spinnereien? Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Schon gar nicht von so einem Grünschnabel. Ich war bei Shana. Und? Was sagt sie? Hat sie noch das Moos, das sie sich von mir ausgeliehen hat? Ach, das tut doch jetzt nichts zur Sache. Sie wird ihm doch sicherlich etwas prophezeit haben. Ach, eigentlich nicht. Kaum der Rede wert. Umso besser. Die Probleme der Beinwesen interessieren uns sowieso nicht. Richtig, Ralf? Ausnahmsweise richtig, Ingo. Tja, aber... Wisst ihr, wie ich zur Insel komme? Zur Insel? Das fragst du einen Stein? Ach, die Insel. Ich war nicht einmal auf der anderen Straßenseite. Ihr Beinwesen mit euren Luxusproblemen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Halt den Rand, Ingo. Wir sind Steine. Wir müssen nirgendwo hin. Aber ich will die Welt sehen, Ralf. Die Welt dich aber nicht. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Okay. Das hilft uns hier auch nichts, wenn wir mit ihm nochmal mit dir reden. Ist sie wirklich real? Ich traue mich nicht, die Hand nach ihr auszustrecken. Obwohl es als eine große Erleichterung käme, wenn sie nur ein Traum wäre. Vielleicht in der Uhr noch was. Ich habe die Uhr bereits. Was will ich mehr? Noch ein paar Zettel mitnehmen. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Wir brauchen noch irgendwas als Pfropfen und einen Helm. Einen Helm oder eine Schale oder irgendwas. Den Eimer benutzen, wenn er erschreckt ist. Da ist es planlos durch die Nacht. Ein Aasgeier! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Ey, stopp mal! Was, Fingers? Lass das jetzt, du machst ja doch... Okay, der will nicht. Der kann aus dem Kuchen irgendwas biegen. Ah, vielleicht kann er den Kuchen, den Ofen anfeuern. Puh, ja. Ihn anfangen wird, das ist über mein Gehirn. Mein armes Hirn. Hast. Worauf wartest du? Willst du mich denn gar nicht beschützen? Den Ofen anmachen. Nein, wir brauchen kein Feuer im Ofen. Es ist warm genug und wir müssen Kohle sparen. Wir hatten nur sehr wenig Publikum in letzter Zeit. Okay, als Pfropfen können wir vielleicht Spot benutzen. Das wäre noch was mir einfallen würde. Den Pfropfen haben wir vielleicht eigentlich schon im Baum. Das braucht eigentlich nur noch was zum drauf sitzen. Können wir auf dem aufgeblasenen Spot vielleicht sitzen? In dem Zustand würde sich Spot vielleicht sogar als Pfropfen eignen. Aber ich habe noch genug Anstand, um nicht meinen besten Freund in die Luft zu sprengen. Ach, man, weißt du was?
das doch nicht. Was wollen wir machen?